Tausende Luftballons, Schweigeminuten, Kanonenschüsse. Zu einer Gedenkveranstaltung in Lüttich haben sich Vertreter aus mehr als 80 Staaten versammelt, um an die Anfänge des Ersten Weltkriegs zu erinnern. Genau vor 100 Jahren, am 4. August 1914, marschierten deutsche Truppen in Belgien ein, um von dort aus Frankreich anzugreifen. Ein schwieriges Erbe für den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Wir müssen aktiv eintreten für Freiheit und Recht, für Aufklärung, für Toleranz, für Gerechtigkeit und Humanität. Es waren, meine Damen und Herren, bittere, es waren schreckliche Lektionen, die uns die beiden großen Kriege bereitet haben. Neben Gauck waren auch der spanische König Philippe VI. Und Prinz William aus Großbritannien anwesend. Der französische Präsident François Hollande zog in seiner Rede Parallelen zur Tagespolitik, zur Situation in der Ukraine und im Irak. Wie solle man neutral bleiben angesichts eines blutigen Konflikts im Gazastreifen, der seit fast einem Monat andauere? Man könne nicht neutral bleiben, man sei verpflichtet einzugreifen. Die EU müsse zusammen mit den Vereinten Nationen die Verantwortung übernehmen, forderte Hollande. Weitere Veranstaltungen waren in der damals stark zerstörten Stadt Löwen und auf dem Soldatenfriedhof Saint-Symphorien nahe Mons geplant. Ein geschichtsträchtiger Ort, auf dem sowohl der erste als auch der letzte gefallene alliierte Soldat des Ersten Weltkriegs begraben liegen.